So, ich bin jetzt hier an der Bar, die es hier oben gibt, ein Naturschutzgebiet, ne? Zapunta-Dinner Meer. Ich glaube, die haben ganz humane Preise, zumindest war das damals mal. Aber damals bedeutet auch, mein Gott, ich war das letzte Mal hier, entweder 2016 oder 2017. So, und hier haben wir diesen alten Wachturm. Das Gitter ist jetzt zu, aber wenn die Bar auf hat, also früher konnte man da rein und dann konnte man oben hoch und raus gucken oder ne, in die Ferne schauen. Das ist immer ganz schön, ich schätze mal, das wird auch heute noch so sein. Jetzt hier ein bisschen rumgehen. Nee, kann man nicht. Also sehen wir da hinten die Ausläufer jetzt von Cala Mayor bzw. Cala Bona. Ja, ist total schön hier, sind aber jetzt, wenn du von Tacoma oder von Cala Mayor kommst, immer so rund 2 Kilometer. Und das kann in der Mittagswärme natürlich ja, schnell recht warm werden. Ja, die Preise haben sich halt auch ein bisschen angeglichen, ne? Ist so. Aber wie gesagt, total schön. Wenn ihr mal hier seid, das kann man mal machen. Ja, vielleicht leitet ihr euch ein E-Fahrrad aus, dann ist das überhaupt gar kein Problem. Und wie gesagt, vom Turm da oben hat man einen schönen Blick auf Tacoma und Cala Mayor.